Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Freut mich, dass Sie Angehörigen der Universität so zahlreich erschienen sind. Also ich habe fast das Gefühl, man hat ja mehr Zuhörer zu Hause, als wenn man dann irgendwo hinfährt. Und jetzt bin ich auf meiner Heimatbasis mal wieder eingeladen. Allerdings habe ich vernommen, dass die erste Connected Fire, da hatten Sie ein Theater vorne auf der Bühne, die also eine wunderbare Vorstellung gemacht haben. Und jetzt haben Sie sich einen Physiker eingeladen. Es hätte noch schlimmer kommen können, ich will jetzt nicht noch andere Fachbereiche erwähnen, die noch tiefer in die Theorie hineingehen, aber ich werde mal mein Bestes versuchen, ich hoffe, Sie sind nicht enttäuscht, also ich bin ja nur mal Physiker, also das ist dann schon schwierig. Jetzt weiß ich nicht, wie ich meinen Vortrag hier drauf zaubere, kann ich hier drücken, funktioniert ja, okay, ich bin also voll verdrahtet. Ja, ich bin also neben meiner Forschung im Nanometerbereich, es ist übrigens nicht Millionstel, Herr Apitz, Milliardstel. Das ist der Unterschied, wie wenn Sie nach Griechenland 100 Millionen oder 100 Milliarden überweisen. Ja. Da haben die Bevölkerung auch immer Schwierigkeiten, den Unterschied, weil beides ist viel und doch ist da ein Faktor 1000 dazwischen. Gut, also ich werde nicht über meine Forschung berichten, sondern eben aus dem populärwissenschaftlichen Bereich speziell jetzt nicht nur Energie und Klima, das erste Buch war über Klima eigentlich und Energieerzeugung, sondern wir sprechen heute über mein fünftes Buch, was noch als Konzept bisher existiert, noch nicht einmal in irgendeiner Form schon mit einem Verlag. Das ist nur eine Idee. Ich will also das ausweiten auf das allgemeine Thema, wie werden wir in 100 Jahren leben? Und was mir so aufgefallen ist bei meinen Bekannten und Freunden, wenn wir oder auch Verwandten, wenn wir über Klima und Energie reden oder auch den Ressourcenverbrauch und andere Themen, dass die Menschen tatsächlich Angst vor der Zukunft haben. Mich wundert das immer so ein bisschen nicht. Sie gucken zum Beispiel jede Woche diesen Tatort und da wird ja einer umgebracht, ne? Oder mehrere. Und ist alles ganz schlimm und auch der Kommissar ist in irgendeiner Krise und vielleicht auch der Mörder oder sowas. Und da denkt man doch, ne, das ist jetzt Fernsehen, das passiert ja nicht mir, ich werde ja nicht umgebracht. Ja? Und deswegen dachte ich, dass Sie auch in der Lage sind, zwischen den Weltuntergangsprognosen, die Sie im Fernsehen allen daheim so hören, also das Klima ist ja das Standardmodell oder das Standardbeispiel, dass das natürlich eine Weltuntergangsprognose aus den Medien und von der Politik ist. Und das gibt es schon seit Tausenden von Jahren, schon in der Steinzeit, gut, da war ich jetzt nicht dabei, aber ich vermute es mal, dass da schon Schamanen aufgetreten sind, die gesagt haben, also wenn ihr jetzt nicht dieses oder jenes macht, also mir zum Beispiel Opfergaben überreicht oder meiner bestimmten Glaubensrichtung oder sonst was beitretet, dann kommt der Weltuntergang und irgendjemand, die Götter werden euch bestrafen. Und dieser Mechanismus des Angstmachens, um zu erreichen, dass die Menschen einem folgen oder etwas Bestimmtes tun oder am besten die richtige Partei wählen, den gibt es seit Ewigkeiten und mich wundert es, heute in der aufgeklärten Welt und jetzt sind wir sogar an einer Spitzenuniversität, dass das immer noch funktioniert. Sie haben ja wirklich Angst. Das ist ja so, als würden Sie denken, der Tatort kommt bei Ihnen zu Hause jetzt vorbei. Gut, also ich habe keine Angst, ich stehe für eine positive Sichtweise der Zukunft. Allerdings, wir haben Probleme, also wir haben auch ein Klimaproblem. Ich bin also keiner von den Klimaleugnern, sondern ganz im Gegenteil, die richtigen Klimawissenschaftler, das sind aber nicht die, die Sie immer im Fernsehen sehen, sondern die, die wirklich Wissenschaft machen. Die kommen nicht im Fernsehen. Die haben schon recht, ja, aber wir haben auch Methoden, wissenschaftliche Methoden, um das Problem anzugehen. Und das ist nur eines von vielen Problemen. Ich will jetzt die Zukunft in 100 Jahren vereinfachen auf 4 Zukunftsvisionen und dann alle 4 der Reihe nach durchsprechen. Und wir werden schauen, welche von den 4 Zukunftsvisionen denn realistische Chancen hat, tatsächlich wahr zu werden. Es sind 2 positive und 2 negative Zukunftsvisionen. Ja, kann man vielleicht das Licht auf der Leinwand ein bisschen abdunkeln, wer auch immer für das Licht zuständig ist, damit man hier die Katastrophe sieht. Aber vielleicht können Sie es auch so sehen. Wahrscheinlich ist das gar nicht möglich, die 3. Ja, also die Lampen, die auf die Leinwand strahlen. Ja, na gut, jetzt sieht man es vielleicht ein bisschen besser. Das ist jetzt also die... sehr gut, ja. Also was Sie hier sehen, ist halt die Vision eines Künstlers von unserer Zukunft. Das wären jetzt vielleicht nicht 100 Jahre nach den Vorhersagen des Weltklimarats,
sondern das sieht mir so mehr nach 200 Jahren aus. Also wir haben eine aus der Kontrolle gelaufene Klimaerwärmung und wir haben sogenannte Extremereignisse, das sind hier drei Tornados, die in diesem überhitzten Planeten dann unsere Städte verwüsten. Das ist eine Vision, wird sie Realität oder ist sie unrealistisch? Dient sie nur der Erfüllung bestimmter politischer oder gar finanzieller Ziele, dass uns mit sowas Angst gemacht wird. Dagegen kommt hier die Öko-Idylle. Ja, das ist also das, wie wir jetzt vielleicht auch in 100 Jahren leben könnten. Das ist hier so ein bisschen die amerikanische Version, sehen Sie an dem Stil des Hauses. Das lässt sich aber sicherlich auch mit einem Freiburger Öko-Null-Energie-Haus realisieren. Auf jeden Fall ist aber der Bewohner dieses Hauses oder die Bewohner sind autark. Sehen, die machen selber ihren Strom und ja, eine Straße und ein Auto gibt es nicht. Und man muss natürlich auch seine Lebensmittel alle selber herstellen. Die Dinge, die man nicht selber herstellen kann, die Idee ist der Autarkie. Die würde man also im nahebeigelegenen kleinen Dorf besorgen, da ist auch der Arzt, wenn man mal Hilfe braucht. Aber das meiste macht man selber. Man lebt im Einklang mit der Natur. Ich möchte gleich mal darauf hinweisen, dass da keine Garage am Haus ist. Ja, also Sie haben ein Fahrrad, aber ich sehe auch keinen Fahrradweg. Das heißt, die Mobilität in einer solchen Öko-Idylle ist massiv eingeschränkt. Also ist auch kein Flughafen. Und jetzt nehmen Sie weiterhin an, dazu kommen wir später, dass die Lebenserwartung ja natürlich in 100 Jahren noch mal höher ist. Das heißt, nehmen wir an, Sie werden 200 Jahre alt. Glauben Sie mir jetzt nicht, kommen wir gleich zu. Nehmen wir an, Sie werden 200 Jahre alt. So in den ersten 80 Jahren haben Sie die nähere Umgebung erkundet. So, und dann können Sie noch mal 50 Jahre darauf verwenden, zu Fuß oder vielleicht mit dem Mountainbike dieses Gebirge zu erkunden. Aber was dann? Also meine Idee bei der Öko-Idylle, was vielleicht als Problem ein wenig unterschätzt wird, ist, es könnte ein bisschen langweilig werden. Ja, also so eine aufregende Gesellschaft, wo man also immer mal so, also unsere Tochter ist jetzt gerade wieder nach Neuseeland geflogen, das ist in der Öko-Idylle überhaupt nicht vorgesehen. Nicht? Also, naja, egal. Also jedenfalls, es ist natürlich sehr idyllisch, wie der Name schon sagt. Und vielleicht ist das ja eine Zukunft, die wir bekommen, ob wir wollen oder nicht, oder wir wollen sie eben bekommen. Ja, sehr viel realistischer ist dieses Bild. Das ist jetzt wirklich ein Foto, keine Vision. Wir sehen hier den aktuell passierenden Wettbewerb zwischen Verarmung und Überbevölkerung. Es ist eine brasilianische Großstadt. Wir haben hier einen Slum, eine Favela, der Zuzug vom Land, der unkontrolliert geschieht. Diese Bewohner dieser Häuser haben weder Zugang zu sauberem Wasser, noch eine Straße, noch Strom. Es sind unvorstellbar arme Lebensvorgänge, Lebenssituationen. Wir leben von 1 bis 3 Euro am Tag. Und das hat furchtbare Konsequenzen, denn die Verarmung ist auch, wie wir heute überall sehen, in allen Teilen unserer Nachrichten, die Verarmung ist natürlich die Quelle von Fundamentalismus, Bürgerkriegen, denn der Fundamentalismus, die extremistischen Bewegungen ziehen natürlich aus diesen Jugendlichen, die keine Perspektive haben von diesen armen Slums, da rekrutieren die ihren neuen Anhänger. Armut. Und auf der anderen Seite eben in Brasilien die doch aufkeimende Wirtschaft, die also verzweifelt versucht, durch massiven Wohnungsbau dieser Hochhäuser, die für uns vielleicht schrecklich aussehen, aber für diese Menschen bedeutet es, ich habe ein Dach über dem Kopf unter anständigen Bedingungen, ich habe ein Badezimmer, ich habe eine Küche und vielleicht sogar einen Arzt und eine Schule. Und Sie sehen hier, wir können nur hoffen, dass der Wettbewerb, der nicht nur in Südamerika, sondern natürlich auch in Afrika und gerade auch in Indien stattfindet, dass das Wirtschaftswachstum und der Wohlstand gewinnen gegen das Bevölkerungswachstum und nicht der Planet in Verarmung und ja, Verelendung abkippt, möglicherweise eben massive Zunahme von solchen lokalen Konflikten oder gar wieder ein globaler Konflikt, etwa der Dritte Weltkrieg. Das hat was mit Armut zu tun. Das ist eine negative Vision. Ja, jetzt habe ich noch eine Vision für Sie über. Da weiß ich nicht, da sind Sie wahrscheinlich noch negativer oder genauso negativ. Das ist das, was man in den 70er, 80er Jahren, als ich Student war, als Science Fiction bezeichnet hat. Wir sind da mit Raumschiffen rumgeflogen, also im Kopf jedenfalls. Und wir hatten solche Superstädte mit, also Gott weiß was für tollen Bauten. Heute wirkt es eher auf die Bevölkerung abschreckend. Das wäre eine Hochtechnologie-Zivilisation, die die großen Probleme, die wir haben, mit noch mehr Technik, mit noch mehr Naturwissenschaft löst. Wir haben die Bevölkerungszunahme, die geht immer noch weiter, nicht in Deutschland, aber woanders. Und deswegen müssen wir wahrscheinlich solche Megastädte bauen. Und da weiß ich jetzt nicht, ob das eine willkommene Zukunftsperspektive ist oder
nicht. Ich nenne es mal Hochtechnologie-Zivilisation. Wir haben also vier Möglichkeiten in meiner vereinfachten Darstellung der Realität. Ich nehme mal an, es ist eine Vereinfachung, der Planet ist eine große Gemeinde, wir machen alle zusammen das Gleiche und haben diese vier Probleme, die allerdings in allen vier Aspekten globaler Natur ist. Natürlich könnte es von Kontinent zu Kontinent unterschiedlich sein. Was wird also Wirklichkeit werden? Also was hat die höchste Wahrscheinlichkeit von diesen vereinfachten Zukunftsvisionen? Verarmung und Überbevölkerung oder vielleicht die Öko-Idylle im Einklang mit der Natur, die Klimahölle, Meeresspiegelanstieg, Stürme, Dürren, Starkregen oder die Hochtechnologie-Zivilisation, die im Gegensatz zur Öko-Idylle steht, insofern, das sind ja die beiden positiven Visionen, das ist ja einigermaßen positiv im Vergleich jetzt zur Verarmung und Klimahölle, Öko-Idylle im Einklang mit der Natur, wir finden zurück zu einem Leben in Harmonie. Oder die Zähmung der Natur, wir müssen das Klimaproblem dann technisch lösen, in der Hochtechnologie-Zivilisation. Das sind die vier Möglichkeiten, die ich hier vereinfacht mal genommen habe. Wie sieht es in der globalen Lage aus? Wir kommen mal zu den Fakten und die Fakten sind eben in der Tat beängstigend. Wenn man sich das anschaut, diese drei Kurven, die Sie hier sehen, dann könnte man tatsächlich meinen, oh Gott, das sieht aber nicht so gut aus. Es gab auch mal eine Tendenz, dass Menschen in den 70er, 80er Jahren, da gab es den Club of Rome, mit den Grenzen des Wachstums, der von Hungersnöten und was nicht alles geredet hat, die jetzt schon 2010 hätten eintreten müssen, die Menschen davor gewarnt haben, Club of Rome, die Grenzen des Wachstums. Und dann haben sich Freunde von mir tatsächlich entschieden, keine Kinder zu kriegen. Deswegen, so stark hat die Angst eingeschlagen. Gut, aber trotzdem hat der Club of Rome insofern recht gehabt, dass hier diese Parameter nach oben laufen. Wir sehen hier die Entwicklung der letzten 20 Jahre seit 1990 von den drei wichtigsten Größen, was Energie-Klima angeht. Das ist in Prozent, ich habe mal den Wert von 1990 genommen, diese graue Kurve, die hier so nach oben läuft, das ist die Bevölkerung. Die Bevölkerung unseres Planeten nimmt alle 12 Jahre um 1 Milliarde zu. 1 Milliarde leben zurzeit in ganz Afrika. Wir bräuchten also einen Kontinent der Größe Afrikas alle 12 Jahre neu. Wir haben ein Bevölkerungsproblem. Und das hat was mit der Verelendung in bestimmten sehr armen Ländern zu tun und auch dem Fundamentalismus, der heute so viele Menschen Sorgen macht. Ja, und das ist die treibende Kraft. Die Bevölkerung nimmt zu, auch im arabischen Raum. Aber alle diese Krisenländer, Somalia oder so, von denen wir hören, das sind Länder, in denen auch sehr stark die Bevölkerung wächst. Mit dem Wachsen der Bevölkerung wächst der Energieverbrauch. Wir haben dann die rote Kurve, die unter der blauen zum Teil verläuft. Das ist die Primärenergie. Wir reden so viel bei der Energiewende über Strom. Strom ist ungefähr so viel. Unser ganzer Energieverbrauch in Deutschland und auch in der Welt ist so viel. Strom ist nur ein Fünftel. Wenn wir die Energiewende tatsächlich überall machen wollen, also mit dem Auto fahren, dann müssen wir noch einen Zahn zulegen bei der Energiewende. Es wird immer nur über Strom geredet. Gut, aber global spielt die deutsche Energiewende ohnehin keine Rolle. Wir haben hier eine Zunahme des Energieverbrauchs in den letzten 20 Jahren um 50%, angetrieben durch zwei Faktoren. Erster Faktor Bevölkerungszunahme, 1 Milliarde mehr, die brauchen auch mehr Energie. Der zweite Faktor, es geht sehr vielen Menschen besser. Und dazu kommen wir gleich. Viele, viele Menschen entkommen oder sind entkommen in den letzten 20 Jahren der bittersten Armut. Dann brauchen sie aber auch mehr Energie. Sie haben plötzlich einen Stromanschluss. Und die meiste Energie global wird gewonnen durch die fossilen Energieträger. Das sind also die vermeintlich bösen Energieträger, Kohle, Erdgas, Erdöl, bei deren Verbrennung Kohlendioxid entsteht. Sie sehen, die blaue Kurve, das sind die globalen Treibhausgasemissionen, Kohlendioxid, die ist auch um 50% angestiegen, folgt genau der Energiekurve. Alle anderen Menschen auf der Planeten machen keine Energiewende, sondern sie können nur das bezahlen, was billig ist. Und die Kohle ist geradezu unschlagbar billig mit ungefähr 0,6 Cent pro Kilowattstunde. Wir bezahlen heute hier in Konstanz knapp 30 Cent für die Kilowattstunde Strom. Das kann sich ein Inder oder ein Bangladeschi nicht leisten. Sieht also schlecht aus mit der Zukunft, wenn die Entwicklung so weitergeht. Aber dann gucken wir trotzdem mal. Also angesichts der Bevölkerungszunahme scheint auch diese Vision hier eine hohe Realitätschance zu haben. Ja, dass wir also immer mehr Konflikte bekommen und vielleicht sogar großräumige Auseinandersetzungen. Aber es gibt eine gute Nachricht. Ich persönlich glaube, dass das nicht eintreten wird. Und diese Zahlen hier, das sind jetzt ein bisschen kompliziertere Zahlen aus den Sozialwissenschaften, die dahinter stecken, die zeigen eigentlich, dass wir auf einem sehr guten Weg sind, global.
Was wir hier sehen, ist der Zusammenhang zwischen dem Jahreseinkommen, der Fachausdruck ist pro Kopf Bruttoinlandsprodukt, also ist eigentlich sowas wie das Jahreseinkommen jedes Bürgers. Und wir in Deutschland sind heute, das sind Zahlen aus 2011, sind oberhalb von 40.000 US-Dollar. Und das ist das totale Jahreseinkommen, 40.000, da sind jetzt die Babys und die Rentner dabei, aber dafür auch die Industrie. Also es ist jedenfalls viel. Wir sind reich, ist nicht unbedingt was Neues. Und die USA sind noch ein bisschen reicher. Das hängt immer vom Wechselkurs ab. Okay, aber jedenfalls, wir sind jedenfalls reich. Ne? Das ist der rote Punkt, hier sind wir heute. So, das ist die Geburtenrate. Und da will man natürlich zwei Kinder pro Familie haben, weil das dann also langfristig die zwei Eltern ersetzt. Das heißt, mit zwei Kindern ist die Bevölkerung stabil. Also selbst diejenigen von Ihnen, die frühzeitig die Mathe mal daneben gelassen haben, die, das ist mit zwei Kindern ist stabile Bevölkerung. Okay, gut. Okay, so, Bevölkerungswachstum haben wir dann, wenn das hier nach oben geht, ne? Wenn Sie sechs Kinder im Mittel haben, wenn wir im Mittel sechs Kinder haben in einem Land, dann gibt es auch Frauen mit 12 Kindern. Okay, gut, was Sie hier aber sehen, ist erstmal eine Korrelation. Das heißt, in den reichen Ländern, die mehr als, sagen wir mal, 2.000 Euro haben, Jahreseinkommen, das ist ja schon sehr wenig für uns, ne? Also das sind 200 Euro im Monat, würde kein Student hier irgendeine Hilfskraftstelle annehmen. Aber das ist das normale Einkommen da. Aber wenn man über dieser Armutsschwelle ist, die also deutlich unter unserem Reichtum liegt, dann sinkt die Geburtenrate unter 2 oder jedenfalls unter 3. Das heißt, wenn die Länder unter einer Armutsschwelle, die auf einem Zehntel von unserem Niveau liegt, dann geht das Bevölkerungswachstum an einen für den Planeten erträglichen Wert runter. Und das passiert überall. Denn diese blauen Pfeile hier, die zeigen an, was in den letzten 20 Jahren passiert ist. Die Philippinen, Brasilien und auch China haben sich hier runter bewegt von sehr hohen Raten auf diese Raten von unter 3 oder unter 2,5. Gleichzeitig ist der Wohlstand gewachsen. Und diese enge Verknüpfung von Wohlstand und Geburtenrate, die gilt allgemein. Auch innerhalb einer Gesellschaft. Viele Kinder gibt es bei armen Menschen, auch in Deutschland. Das heißt, wenn wir den Großteil der Menschheit über die Armutsschwelle pushen, das heißt, sie haben Zugang zu Wasser, zu Bildung und so weiter, dann sinkt für gewöhnlich die Geburtenrate ohne die drakonischen Maßnahmen in China, auch so von selber, auf einen erträglichen Wert. Und das ist eigentlich unsere erste Verpflichtung. Wir müssen die Bevölkerung auf der endlich großen Erde stabilisieren. Aber das gelingt, meine Damen und Herren. Es passiert im Augenblick. Und die treibende Kraft ist das Wirtschaftswachstum in allen Ländern. Wirtschaftswachstum ist hier gut und absolut notwendig für die armen Länder. Gut, Sie sehen auch, in Deutschland ist die Wirtschaft gewachsen, aber da wir sowieso reich sind, ist das Einzige, was passiert ist, ist, dass die Geburtenrate jetzt so tief ist, dass wir drohen auszusterben. Aber da würde ich mir jetzt erstmal vorerst keine Gedanken machen. Okay, was man jetzt wirklich wichtig nehmen kann aus dieser Analyse ist, wir brauchen Wirtschaftswachstum und zwar nicht bloß in den armen Ländern, denn die Wirtschaft ist global vernetzt. Wenn wir sagen, die westlichen Länder fahren freiwillig ihre Wirtschaft runter, weil wir so im Überfluss leben, dann reißen wir die armen Länder mit runter. Die sind nämlich gekoppelt. Wenn in Amerika ein Rülpser in der Wirtschaft ist, dann geht es den Afrikanern gleich schlechter. Das ist vernetzt. Wir brauchen global ein verantwortliches Wirtschaftswachstum, vielleicht kein unsinniges. Ja, also bei diesen riesengroßen Autos, die da immer nach Stuttgart auf der Autobahn mich überholen, da weiß ich immer nicht so genau, ob man die nun wirklich noch braucht. Also die SUVs meine ich jetzt. Da wissen Sie, was das ist, ne? Das sind diese ganz großen Dinger. Aber andere Sachen brauchen wir schon, Wirtschaftswachstum. Und zwar gegen die Armut und damit auch gegen die Kriege. Dann gibt es immer diese Kritik, wir sollen nicht mehr fliegen wegen Klima. Fliegen macht so viel Abgase, sieht man ja auch die Kondensstreifen da oben. Ja, sorry, ich meine genau das Gegenteil. Wir brauchen Reisen. Wenn junge Menschen, also insbesondere unsere Tochter, wenn die nach Neuseeland fliegen, ja, dann kann man sagen, oh, wie viel Kohlendioxid, das sind ja Kilotonnen an Kohlendioxid, wird viel wärmer und so, was nicht alles, schon richtig. Aber durch das viele Reisen ist es doch ziemlich unwahrscheinlich geworden, dass die Franzosen bei uns einmarschieren oder dass wir nach Frankreich einmarschieren, weil wir können ja einfach in Urlaub hinfahren, wir müssen ja gar nicht einmarschieren. Ja. Dadurch, dass die Menschen sich kennenlernen mit den Reisen, das Reisen ist wichtig, dass wir um Gottes Willen weniger Kriege haben, weil, da muss ich jetzt leider die Physiker erwähnen, wissen Sie, wir Physiker, wenn wir wirklich sauer werden, ja, da würden Sie aber, nee, den Vergleich mache ich jetzt nicht mit den Arabern, aber wissen Sie, wenn ein Physiker sauer wird, dann passiert was ganz anderes mit dem Planeten, als wenn da irgendwelche Leute aus solchen Ländern da, also wir haben eben wirklich schreckliche Waffen.
und die Biologen auch. Und angesichts der Massenvernichtungswaffen würde ich sagen, wir reisen lieber insbesondere die jungen Leute ein bisschen mehr, das wird jetzt allen jungen Leuten gefallen, um Gottes Willen sich mehr kennenzulernen, mehr die Situation anderer Menschen zu verstehen und nicht leichtfertig zu sagen, die Russen sind böse, die Israelis sind böse oder jene sind böse, was jetzt gerade in den Medien ist. Man muss die Lage der Leute verstehen und das geht nur mit Reisen. Also ein Plädoyer für Reisen. Reisen ist wichtiger als der Klimaschutz, aus sozialen Gründen, weil das Klima, das wird in 100 Jahren warm. Ja, warm, genau. Und einen Krieg haben wir vielleicht schon in 10 Jahren, um Gottes Willen nicht. Okay. Gut, das war mal ein Plädoyer für Reisen und Wirtschaftswachstum. Ja, jetzt gucken wir mal, wie sieht es denn mit unserer Ökodülle aus? Das will ja tatsächlich die Bundesregierung in Berlin. Die haben die Idee der Ökoidylle. Das hat irgendwas mit Wahlen zu tun. Ha? So, also hier haben wir Frau Merkel, die kennen Sie, das ist der andere Minister, der auch noch sehr wichtig ist. Und das ist ein Klimaforscher, Herr Schellenhuber, der Chefberater in Sachen Klima und Zukunftsumwelt von Frau Merkel. Und er hat vorgeschlagen, er ist der Vorsitzende dieses wissenschaftlichen Beirats hier, eine große Transformation. Große Transformation. Die Älteren von Ihnen werden sich, nein, so alt sind sie alle nicht. Also es gibt die große Transformation von Herrn Stalin, wenn Sie das im Internet einklicken. Herr Stalin wollte, dem war es in Russland immer zu kalt, was immer noch so ist. Die Hälfte von Russland ist Permafrostboden. Und Permafrostboden, wissen Sie, wir sind zwar im Augenblick sehr besorgt, dass er auftaut, aber man kann da eigentlich nicht wohnen auf Permafrostboden. Deswegen verstehe ich die Begeisterung für den Erhalt des Permafrostbodens nicht so ganz. Aber der Stalin hatte jedenfalls eine ganz andere Ansicht. Er hat gesagt, dass mit dem Permafrostboden und der Vereisung des Nordpolarmeers ist totaler Mist. Wir brauchen eine große Transformation, damit das Nordpolarmeer auftaut und Nordsibirien bewohnbar wird. So, und Herr Schellenhuber hat gesagt, wir brauchen eine große Transformation, damit das Nordpolarmeer nicht auftaut. Weil heute droht es nämlich aufzutauen, weil wir so viel Kohlendioxid emittieren. Deswegen will er speziell in Deutschland eine große Transformation machen, die hinsichtlich der Eingriffstiefe vergleichbar ist mit den beiden fundamentalen Transformationen der Weltgeschichte, der neolithischen Revolution sowie der industriellen Revolution. Ja, jetzt können Sie mal nachgucken, was nochmal neolithische Revolution war. Das war, als wir Sesser fuhren, also von Steinzeitnomaden haben wir dann irgendwie Ackerbau betrieben. Das hat 5000 Jahre gedauert, dieser Übergang. Also was er sagt, ist, das ist eine ganz schlimme Revolution, die wir davor haben. Und die ist auf jeden Fall wesentlich drastischer als die kommunistische Revolution oder die Einführung der Scharia in Deutschland. Das ist dagegen harmlos. Und da hat er ganz recht. Gehen wir mal ins Detail. Also man will die Kohlendioxidemissionen mit der großen Transformation im Jahr 2050 auf null senken. In Deutschland. Dazu brauchen wir einen gestaltenden Staat mit großen Vollmachten. Ja, das hätte jetzt Stalin sicher auch sehr gut gefunden, würde ich sagen. Und es gibt Ombudsleute mit Beschwerde- und Kontrollrechten. Fand ich auch gut, da hat die heute schon mal einen Scherz von gemacht. Da hat sich doch tatsächlich am Veggie Day, also es gibt dann einmal in der Woche oder zweimal in der Woche einen Veggie Day, da gibt es also eine vegetarische Überwachungspolizei und jemand hatte sich an dem Tag auf dem Schwarzmarkt eine Bockwurst gekauft und wurde dann verprügelt. Gut, das kann man also übertreiben. Ja, dann hat er noch so ein paar andere Sachen. Herr Schellenhuber meint, wir können ja gerne wieder zu Fuß gehen. Das ist die Öko-Idylle. Natürlich ist die Mobilität eingeschränkt, weil Sie können mit den erneuerbaren Energien nicht so viel rumfahren. Es ist verflixt wenig Energie. Ja, zu Fuß gehen meint aber Herr Schellenhuber auch ganz fürsorglich, ist ja auch viel gesünder. So. Ja, dann vegetarische Ernährung, es hat aber eingeschränkt. Er meinte, es steht auch wirklich in diesem, das können Sie downloaden hier, dieses Ding. Ne? Er sagte dann ganz richtig, wir brauchen nicht sofort alle auf veganische Ernährung umzusteigen. Veganisch heißt, es gibt auch kein Milch und kein Joghurt und keine Schokolade mehr. Das heißt Schokolade schon in der Form von Kakao. Ich keine Ahnung, was ich mit Kakao machen soll, aber jedenfalls, Also komischerweise sind solche Sachen immer mit sehr wenig Spaß verbunden. Ja. Und falls Sie das nicht einhalten, gibt es Sensoren in jedem Privathaushalt, die das dann überwachen. Das heißt, wenn Sie sich dann am falschen Tag... Naja, jetzt lassen wir es mal. Gut, ganz nebenbei, er will auch alle Klimaskeptiker verbannen. Das ist mir tatsächlich passiert. Also nicht von Herrn Schellenhuber, sondern das Klimainstitut in Wuppertal hat bei meinem Verlag... Das Buch, was Sie gerade gesehen haben, was schon gedruckt ist, hat bei meinem Verlag vor einem Jahr versucht durchzusetzen, da ist es, dass das nicht weiter gedruckt wird.
obwohl ich kein Klimaskeptiker im Sinne des Klimaleugners bin, so ich habe nur gesagt, das mit der großen Transformation ist Quatsch. Das ist aber auf große Unbeliebtheit gestoßen. Nun, bei Universitäten ist es für gewöhnlich, kommt es nicht so besonders gut an, wenn man Bücher verbieten will. Also mir war auch gar nicht klar, dass ich so unter die Extremisten gehöre, muss ich schon sagen. Aber andererseits, wenn es verboten wird, dann wird es ja sofort ein Bestseller, nicht? Also insofern, ja, meine Damen und Herren, das hier, dieses Ding ist eine Ökodiktatur, in der ich nicht leben möchte. CO2-Emissionen hin oder her. Und meine Aussage ist die folgende, der Mensch ist wichtiger als die Natur. Da hätte ich jetzt noch einen kleinen Kommentar dazu. Wir wissen aus der Astrophysik, ich mache auch die Astrophysik-Vorlesung, dass es fast an jeder Sonne oder praktisch an jeder Sonne Planeten gibt. Wahrscheinlich sind die meisten unserer 100 Milliarden Sonnen, nicht das wieder 100 Milliarden wie Griechenland, ne? 100 Milliarden Sonnen in unserer Galaxie, die haben alle Planetensysteme, wahrscheinlich so ähnlich wie wir. Und da gibt es auch Wasserplaneten so ähnlich wie die Erde. Die allermeisten werden aber ohne intelligentes Leben sein, weil dazu braucht es ganz besonders günstige Bedingungen. Was sehr wahrscheinlich ist, sind Ozeane in gemütlicher Wärme, die von einigermaßen einfachen Algen und so weiter bewohnt sind. Das heißt, unberührte Natur gibt es draußen im Weltall ohne Ende. Also für diejenigen von Ihnen, die sich für Naturschutz sich bemühen, konzentrieren Sie Ihre Aktivitäten auf die Exoplaneten. Diese Erde hat etwas ganz Besonderes, den Menschen und Intelligenz, das kann ich Ihnen als Hochschulprofessor sagen, ist selten. Ja? Gut, also es ist für mich eindeutig, da bin ich übrigens in der christlichen Tradition, dass der Mensch tatsächlich was Besonderes ist. Die Intelligenz, das Gehirn ist das komplexeste Gebilde bisher, was wir auf der Erde haben. Es könnte sein, dass die Computer irgendwann komplexer werden. Aber bisher sind wir noch überlegen. Ja, und die Freiheit, das ist jetzt eine persönliche Aussage, können Sie anderer Meinung sein, ist mir wichtiger als der Klimaschutz. Ich gehe nicht in so eine Diktatur, damit es nicht warm wird. Gut, also ja. Okay, also ich glaube, das können die Deutschen machen, vielleicht noch abschließend, diese große Transformation, die der Beirat Frau Merkel vorschlägt. Aber das wird sicherlich nur Deutschland sein. Überall woanders, wo ich das erzähle, die denken, ja, was ist das denn jetzt? Ja, also die Angelsachsen werden es auf gar keinen Fall machen und die Chinesen wissen gar nicht, worum es geht, wenn man von sowas erzählt. Ja, das heißt aber, dass es ziemlich nach Klimahölle ausschaut. Ne? Also hier die ersten beiden Visionen, das ist was Positives, das wird nichts, das wird auch nichts und zwar das ist einfach nicht realistisch, selbst wenn man es wollte. Aber die Klimahölle ist dann natürlich groß wahrscheinlich, weil die CO2-Emissionen steigen an und was der Weltklimarat sagt, ist richtig. Aber vielleicht können wir uns mit dem Klima erstmal noch ein bisschen genauer beschäftigen. Aber ich glaube, ich muss einen Zahn zulegen. Wie lange kann ich reden? Bis zum Mittagessen. Bis um 12, ja. Okay, die Mensa hat ja. Achso, Mensa, ich weiß gar nicht, ob Sie da hingehen. Ja, also jetzt gucken wir mal an. Also die Annahme dieser ganzen Klimageschichte, die dahinter steckt, die Philosophie ist ja, der Mensch mit seinem Bewusstsein, die Intelligenz, das ist irgendwie sowas ganz Nerviges. Ne? Wenn es keine Intelligenz gäbe, dann wären wir immer noch in den Höhlen, hätten keine CO2-Emissionen und dann würde das Klima stabil bleiben. Das ist aber ganz falsch. Wir haben hier die Schwankungen der mittleren globalen Temperatur, um die es immer geht, diese 15 Grad. Das ist hier also 0, das ist die Veränderung. 0 ist also heute gemütlich 15 Grad, heute ist hier ganz rechts. Ne? Das ist die Vergangenheit, das Klima kennt man. Und diese schwarze Kurve hier, das ist die Temperatur in der Vergangenheit. Wenn wir 10.000 Jahre zurückgehen, steigt sie ab hier um 7 Grad oder 8 Grad, da war es kalt. Das war die Eiszeit. Und Eiszeit ist jetzt insofern ganz gut, weil die Gletscher gingen so bis Stuttgart und fingen dann in Kreuzlingen wieder an, weil dann die Alpen waren also so vereist wie Grönland. Und in Konstanz war so eine Lücke. Ja, also insofern ist für Konstanz nicht so schlimm. Aber sie haben natürlich die ganzen Stuttgarter am Hals, nicht? Die kommen alle hierher, weil wo sollen die sonst hin? Ja, also eine Eiszeit geht halt überhaupt nicht. Da haben wir nichts mehr zum Leben. Aber Sie sehen hier, die Temperatur war bis 100.000 vor heute, war es also kalt. Und dann war mal wieder eine kurze Warmzeit. Also dieser helle Bereich hier, das ist der für uns angenehme Bereich. Plus 2 Grad, das hat Frau Merkel gesagt, es darf nicht wärmer als 2 Grad werden. Und minus 1 Grad, das sage jetzt mal ich, wenn es kälter als 1 Grad gegenüber heute wird, das ist schlecht. Dann wird nämlich Nordeuropa unbewohnbar. Stuttgart können Sie noch wohnen, aber die Norweger und die Schweden und die Finnen, die kommen alle zu uns dann. Dann wird es zu kalt. Also das wollen wir auch nicht. Der helle Bereich ist der für uns gemütliche Bereich. Die Temperatur,
des Planeten war aber aus ganz natürlichen Gründen nur für kurze Zeiträume in diesem für uns gemütlichen Bereich. Und das liegt jetzt nicht an den Amerikanern. Die haben nicht so viel Auto gefahren oder irgendwas abgekühlt. Das sind natürliche Klimaschwankungen, mit denen wir es hier zu tun haben. Das erstmal als Input, als Information. Wir sind nicht die Bösen, die das Klima destabilisieren. Okay, wir machen es jetzt zu warm, aber es schwankt sowieso wie ein Rohr im Wind. Und jetzt gucken wir uns nochmal die letzten 10.000 Jahre an. Also das hier ist jetzt vergrößert, dieser Bereich. Da geht es hoch und wieder runter. Und hier sieht man, es geht hoch und wieder runter. Das ist der Temperaturverlauf der letzten 10.000 Jahre. Jetzt können Sie denken, 10.000 Jahre ist ja eine Ewigkeit. Ja, ja, aber diese Ewigkeiten haben so die Angewohnheit, dass es doch irgendwelche Folgen hat. Wir kommen hier aus der Eiszeit, von ganz da unten. Dann ist die Temperatur, kommt also in den Bereich, wo sie heute ist. Das ist die gestrichelte Linie. Und dann wurde es wärmer. Vor 5.000 Jahren war das Klimaoptimum der aktuellen Warmzeit. Die heißt Holozän. Muss ja auch mal ein schweres Wort sagen, Holozän. So, und da waren die Gletscher in den Alpen abgetaut. Bis oben. War schon. Aus natürlichen Gründen. Und wie so eine Warmzeit das macht, da wird es wieder kälter. Warmzeiten haben die Eigenart, kurzlebig zu sein. Und dann kommt wieder eine sehr langlebige Eiszeit. Das sehen wir hier sehr schön. Ungefähr vor 6.000 Jahren wurde es langsam wieder kälter. Und hier an dieser Stelle, vor ungefähr 200 Jahren, 150 Jahren, wurde das Ruder plötzlich rumgerissen. Der Kaltzeittrend wurde plötzlich in einen eigentlich eher Heißzeittrend, weil die Temperatur hier ganz plötzlich steil nach oben geht. Und das sind wir. Wir haben mit unseren Abgasen, mit der Industrialisierung vor ungefähr 150 Jahren plötzlich einen Erwärmungstrend, diesem Kaltzeittrend überlagert. Und wenn wir das nicht gemacht hätten, dann wäre es heute 1 Grad kälter und Nordeuropa wäre unbewohnbar. Island wäre unbewohnbar, Norwegen wäre unbewohnbar, Schweden wäre unbewohnbar, Nordkanada oder Kanada bis zur Grenze wäre unbewohnbar und so weiter. Und es hätte noch andere Folgen. Wir hätten eine kürzere Witterungsperiode. Es gäbe sehr viel weniger Nahrungserträge, auch in Südeuropa, weil die Wachstumsperiode kürzer wird, da der Frühling später kommt und der Herbst früher einsetzt. Und das geht mit 10 bis 12 Milliarden Menschen in der Zukunft gar nicht. Wir vertragen keine Abkühlung, da wir die vielen Menschen ernähren müssen. Also für uns ist die menschengemachte Klimaerwärmung ein Glück. Und nicht nur für den Norden, sondern für den ganzen Planeten. Denn die Erde ist nachweislich durch die Erwärmung und die erhöhten Niederschläge, wenn sie es wärmer machen, gibt es mehr Regen, da verdampft mehr, kennen Sie aus der Badewanne, ja, es wird feucht, gibt es mehr zu essen und das ist gut so. Das ist also nicht schlecht, was immer die ganze Zeit. Was ganz schlecht wäre, wäre, wenn dieser Trend weiter nach unten gehen würde. Ja, aber ganz mal davon abgesehen, was jetzt mit der Erwärmung und der Abkühlung ist, das ist das, was die Erde machen wird. Das ist eine sehr seriöse Vorhersage von der Internationalen Energieagentur zusammen mit der Bundesanstalt für Geowissenschaften in Hannover. Die großen Energieträger sind nach wie vor, also mindestens bis 2035, Erdöl, Kohle und Erdgas, und die CO2-Emissionen werden weiter zunehmen. Vollkommen egal, was wir hier in Deutschland mit der Energiewende machen. Das ist das, was global passiert. Das ist getrieben durch Bevölkerungswachstum und Armut. Was wirklich wichtig ist zum Thema Klima ist, arme Länder brauchen bezahlbare Energie. Die können wir ihnen nicht wegnehmen, weil dann kriegen sie wieder mehr Kinder und dann geht es sowieso ganz schwierig weiter. Und das Klima muss sowieso aktiv stabilisiert werden, denn ohne Erwärmung hätten wir heute ein kaltes Klima, worüber Sie sicherlich nicht so besonders erfreut werden, obwohl dieses See gefroren ist. Ich meine, das ist ja immer schön, da kann man so einen Jahrmarkt auf dem See machen und so, aber viele Leute würde es hart treffen. Gut, aber ich glaube nicht, dass die Klimahölle eintreten wird, weder in der einen Richtung, dass es zu kalt wird, noch in der anderen Richtung, dass es zu warm wird, durch uns, zu kalt, durch die Natur, sondern wir müssen unseren Planeten selber in die Hand nehmen und das kann nur die Hochtechnologie-Zivilisation machen. Das Klima schwankt sowieso langfristig, die Hoffnung, dass es stabil ist, ist vergebens, war es schon immer. Wir müssen die Natur zähmen, zumindest in diesem Punkt. Dazu brauchen wir Energie und ich will Ihnen jetzt kurz abschließend ein paar Visionen zeigen, was der Naturwissenschaftler sieht für eine eigentlich glänzende Zukunft, nicht Untergänge, eine glänzende Zukunft für uns, wenn wir mutig voranschreiten, wenn wir tatsächlich versuchen, große Energien und große Technologien zu beherrschen. Mit klein-klein geht das nicht. Die Probleme, die wir haben, sind riesig. Da können Sie nicht zu Hause Karotten züchten und meinen, damit retten Sie die Welt. Da brauchen wir was Großes. Und das wird auch gemacht, wenn nicht in Deutschland, dann woanders. Wir müssen das Sonnenfeuer der Erde, das ist die Sonne hier, ist eine Aufnahme im, ja, sehen Sie ja, im Sichtbaren,
Das ist die innere Energiequelle der Sonne selber, ist die Fusion. Es ist eine Form der Kernenergie, aber nicht die Spaltungsenergie, die wir hier nutzen, auch mit Uran, sondern diese Energie läuft mit Wasserstoff, verschiedenen Formen des Wasserstoffs. Und damit kann man unglaublich viel Energie erzeugen. Es ist eine sehr schwierige Aufgabe, das Feuer der Sonne selber auf die Erde zu holen. Sehr, sehr hohe Temperaturen. Aber wenn wir sie lösen, dann haben wir billige Energie für alle Zeiten. Zumindest, was die Physik sagt. Was die Wirtschaft und die Technologie sagen, ist noch offen, daran wird geforscht. Im Augenblick geht die Forschung in der Fusion sehr langsam voran. Solange Erdgas in den USA mit dem Fracking, solange Kohle und solange Erdöl wie jetzt wieder sehr billig sind. Weil diese Fusionsforschungsentwicklung ist unglaublich teuer und es muss von der internationalen Gemeinschaft zusammen gemacht werden. Weil sie können keinen kleinen Fusionsreaktor bauen. Die Sonne zu holen, ist nur groß möglich. Und das sind wirklich große Brummer. Das wären 50 Gigawatt Reaktoren. Aber das müssen wir im Augenblick noch nicht machen, weil eben die fossilen Energieträger gerade jetzt wieder sehr preiswert geworden sind. Und das haben Sie bestimmt schon an der Tankstelle gemerkt. Wenn wir genug Energie zur Verfügung haben, dann können wir das Klima selber kontrollieren. Wir müssen das tun, weil es langfristig sowieso nicht anders geht. Und es gibt Studien dazu, auch in Deutschland. Das nennt man Klimakontrolle. Hier ist ein Ergebnis einer sehr langen Studie vom Kiel Earth Institute, die ist 2013 rausgekommen, die Studie. Sehr kompetente Arbeit, muss ich sagen, vollkommen unideologisch. Und da werden drei Methoden, diese drei hier, globale Energiewende wird als zu teuer dargestellt, aber diese drei Methoden hier, das ist Wolkenkontrolle oder Aerosole, das hat was mit Vulkanausbrüchen zu tun, bei denen das auch passiert. So etwas Ähnliches will man da nutzen. Damit kann man eine Abkühlung künstlich erzeugen. Bis heute ist unklar, was alles passiert. Es sind technische Ansätze, vielleicht gibt es noch ganz andere Ideen. Wir haben noch Zeit. Für die nächsten 50 bis 70 Jahre wird die Klimaerwärmung eher Vorteile haben und keine Nachteile. Das mit den Extremereignissen müsste man sich anschauen, ist sehr umstritten, ob es tatsächlich mehr Extremereignisse gibt wegen der Klimaerwärmung. Auf jeden Fall wird jeder Sturm und jeder Hurrikan heute dem Autofahren angelastet. Aber das ist, glaube ich, nur Propaganda. Gut, es gibt also technische Mittel und wir brauchen diese Energie dazu, weil man braucht sehr viel Energie, um das Klima zu kontrollieren. Aber ich fürchte, es geht nicht anders. Aber die Hochtechnologie-Zivilisation der Zukunft wird möglicherweise das Klimaproblem lösen und dann ist es genauso dringend wie heute das Baumsterben. Niemand redet mehr über das Baumsterben, was in den 90er Jahren so ein großer Punkt war, weil es einfach gelöst ist. Dann noch ein paar andere Sachen. Nanotechnologie. Viele Menschen haben Angst vor Nano, das ist jetzt mein Forschungsgebiet, Nanopartikel. Und doch sind die positiven Visionen, sollten wir diese Technik beherrschen, faszinierend. Was mich immer wieder wundert ist, selbst wenn ich diese sehr positiven Dinge hier rede, ja, das ist ja fast so Versprechungen wie von so einem Zauberer oder so, ja, die Pille gegen den Krebs, Blinde werden sehen können, Lahme werden gehen können, länger jung sein, ne, das haben die so im Mittelalter versprochen. Wir Nanotechnologen versprechen das so allen Ernstes. Und was dann immer kommt, ist, ja, was ist denn mit der Überbevölkerung? Ja, mein Gott, also wenn ich jetzt länger jung bin, da würde ich sagen, das ist jetzt erstmal klasse. Und das mit der Überbevölkerung muss man sowieso lösen. Und das wird auch gelöst werden, indem die Geburtenraten eben durch mehr Reichtum runtergehen. Pille gegen den Krebs. Krebs und auch noch ein paar andere Krankheiten finden statt auf der Nanoebene, ein Milliardstel. Krankheiten auf der Mikrometerebene, das ist Pest, Cholera und so weiter, das sind Bakterien, die können Sie im Mikroskop sehen. Das ist für was Riesiges, wie ein Elefant. Wenn Sie einen Elefant sehen, schlagen Sie tot, wenn er Sie nervt. Ja? Da müssen Sie nicht lange überlegen. Ja, also so ein Bakterium wie Pest, da fange ich ja an zu lachen. Das ist ja mit links zu machen. Früher sind die Leute dran gestorben. In der Zukunft, wenn wir Zugriff auf die Nanoebene haben, das Milliardstel, Milliardstel, ja, da brauchen wir Elektronenmikroskope und selbst die reichen nicht. Aber da geschieht der Krebs, das ist die Kommunikation zwischen den Zellen. Eine Zelle fängt an zu wuchern, die wird nicht mehr vom zentralen Prozessor kontrolliert und vermehrt sich unkontrolliert. So, und wenn wir das wissen, was da schief geht, dann gibt es einfach eine Pille gegen den Krebs. Sie wirkt aber dann nur bei Ihnen, nicht bei jemand anders, weil die muss spezifisch für diese Person und diesen Krebs sein. Blinde werden sehen können, gibt es heute schon. Es gibt Leute, da ist der Sehnerv noch intakt, aber die Retina zerstört. Da kann man auf den Sehnerv so eine Art Kamerachip implantieren und der gibt Nervenimpulse ab an den Sehnerv und plötzlich kann der Patient wieder hell und dunkel sehen, wo die Lampen sind. Und die sind begeistert, die Leute. Und das Ähnliche gilt für Lahme und das Lenker-Lungen-Sein. Ja, wir werden natürlich rausfinden,
wo die mittlere Lebenserwartung kodiert ist im Gen. Irgendwo steht, dieser Mensch oder alle Menschen werden im Mittel 75 Jahre alt. So, das ist unsere Lebenserwartung. Das heißt, die Zellteilungsprozesse werden mit wachsendem Alter immer ungenauer. Deswegen kriegen Sie so Flecken auf der Haut oder sowas. Das sind einfach Kopierfehler, aber das ist einprogrammiert. Wenn Sie den großen Regler 75 irgendwo finden im Human Gene, dann stellen Sie den mal auf 80 oder auf 180. Dann können Sie natürlich immer noch am Autounfall sterben, aber die mittlere Lebenserwartung verändert sich und das heißt nicht, dass Sie länger mit 90 oder 100 dann dahin siechen als ganz alter Mensch, sondern der Alterungsprozess wird verändert. Das passiert dann, wenn wir verstehen, wie das passiert. Auch das ist auf der Nanoebene kodiert. Ja, naja, und dann noch was Positives, nicht? Also wenn Sie da dagegen sind, dann weiß ich aber auch nicht mehr. Also die Computer werden irgendwann so schlau sein wie meine Studenten und ein paar Wochen später so schlau sein wie ich und ein paar Jahre später so schlau sein, ein Computer wie die ganze Menschheit. Da können Sie jetzt sagen, oh Gott, wir übernehmen den Planeten. Ich kann Ihnen versichern, Computer haben keinerlei Tendenz, irgendwelche Planeten zu übernehmen, sondern sie warten immer auf die nächste Eingabe. Ja, also was soll ich denn jetzt als nächstes machen? Sie sind also äußerst servil, können natürlich missbraucht werden. Gut, aber was Sie vor allen Dingen tun werden, Sie werden uns sehr viele unangenehme Arbeiten übernehmen. Zum Beispiel das Rasenmähen, da gibt es ja jetzt schon diese komischen Roboter, die davon selber rumfahren. Und das wird natürlich auch in vielen anderen Bereichen eintreten. Das heißt, wir müssen weniger arbeiten. Wenn sich die Produktivität verdoppelt, das misst immer Frau Merkel zusammen mit Herrn Gabriel, wenn sich die Produktivität verdoppelt, dann müssen Sie nur noch halb so lange arbeiten, um denselben Lebensstandard zu haben. Das ist die Idee der Produktivität. Sie können natürlich gerne, wenn Sie sich Sorgen um Ihren Arbeitsplatz machen, sagen, naja, ich will lieber mehr Arbeitsplätze, Sie senken die Produktivität, dann müssen Sie wieder mehr ackern. Wir könnten zum Beispiel die großen Landmaschinen abschaffen und gehen alle wieder auf den Spaten, mit dem Spaten auf den Acker und graben von Hand um, schafft ganz viele Arbeitsplätze, macht aber überhaupt keinen Spaß. So, wenn wir eine hohe Produktivität haben, können wir sehr viele lebensnotwendige Produkte automatisiert herstellen, geschieht heute schon und dann muss die Wochenarbeitszeit abnehmen und das wird sie auch. Die Menschen der Zukunft werden viel weniger arbeiten und die keine Lust zum Arbeiten haben, die können wir aber locker mit durchziehen mit einem bedingungslosen Grundgehalt. Das wird kommen und ja, hat was mit Produktivität zu tun. Die letzte Vision, meine Damen und Herren, die so vollkommen aus der Mode gekommen ist. Ja, wollen wir eigentlich mal immer auf diesem Planeten bleiben? Ich hatte ja bei der Öko-Dille schon diese Langeweile angedeutet. Wo sind eigentlich unsere Visionen? Die Vision ist, dass die Arbeitslosenhilfe ein bisschen erhöht wird oder, ja, oder Wohngeld. Okay, nein, aber große Vision, wirklich was Dolles. Was Sie hier sehen, ist eine der neuesten Aufnahmen. Da ist es gelungen, mit einem Teleskop tatsächlich die Planeten, die um eine Sonne kreisen, die Sonne wurde hier abgedeckt, weil die beliebig hell ist, zu sehen. Da sehen Sie also hier diese drei hellen Punkte, die kreisen im Uhrzeigersinn um diese Sonne. In diesem Fall ist es gelungen, die zu sehen, weil die Sonne ist ein besonderer Fall, normalerweise sehr schwierig. Jetzt könnte man natürlich das Licht von diesen Planeten hier analysieren. Die sind in der Schwarz-Weiß-Aufnahme jetzt einfach mal hell, aber die könnten ja zum Beispiel blau sein und sie könnten die charakteristischen Spektrallinien des Wassers enthalten oder von Autoabgasen. Ah, okay, dann wären eben Autos auf dem Planeten. Gut, also wenn es gelingt, das sind Riesenplaneten, da gibt es kein Leben in unserem Sinn, die sind größer als der Saturn, aber wenn das gelingt, eine direkte Beobachtung von Planeten, so wie hier, für Gesteinsplaneten, die erdähnlich sind, die sind viel kleiner und sehr viel dunkler. Das können wir noch nicht, da brauchen wir größere Teleskope. Aber es ist äußerst wahrscheinlich von dem, was wir wissen, dass wir in, sagen wir mal, 10 Lichtjahren, das ist jetzt zu weit weg, 130 Lichtjahre, also da würde ich auch denken, das wird schwierig, aber so 10 Lichtjahre Entfernung, da finden wir einen blauen Wasserplaneten, dessen Atmosphäre vielleicht atembar ist. Aber das wäre doch mal ein Urlaubsziel, oder? Da mal hinfahren. Ja, meine Damen und Herren, das geht aber nur mit Kernenergie. Das hier ist ein Atom-U-Boot. Da würden Sie, oh, furchtbar, ja, Atom. Und die gibt es aber. Also bestimmte Mächte, die so natürlich vollkommen exotisch sind, Frankreich, die haben so Atom-U-Boote. Und so ein Atom-U-Boot, das hat da drin so einen Kernreaktor. Und jetzt wäre die Frage, wie lange reicht die Energie in einem Atom-U-Boot für eine Tauchfahrt? Wie oft muss der denn neue Brennstäbe einfüllen?
Ist ja immer so lästig, wenn man auftauchen muss. Ich kenne das aus dem Film, das U-Boot mit Batteriefahrt. Die müssen ja, wenn die getaucht fahren, können sie nicht mit Diesel fahren, weil da keine Luft, ne? Also fahren sie mit Batterie. Und die Batterien halten eben nur 8 Stunden. Da müssen sie auftauchen. Und dann wartet oben der böse Feind. Das ist ungünstig. Deswegen hat man diese Atom-U-Boote genommen. Die können ganz lange auf Tauchfahrt fahren. Die können 40 Jahre auf Tauchfahrt fahren. Genauso lange, wie dieses U-Boot braucht, um zu verrosten oder was auch immer. Jedenfalls ist es für 40 Jahre projektiert und es ist so viel Energie, dass auch der Sauerstoff und die Nahrungsmittel direkt synthetisiert werden können für die Besatzung. Die Amerikaner sind da jetzt nicht so begeistert von dieser synthetischen Nahrung. Die müssen alle 3 Wochen auftauchen, damit sie bei McDonald's einkaufen gehen können. Aber ansonsten ist dieses Ding hier in der Lage, zu den Sternen zu reisen. Wir brauchen die hohe Energiedichte der Kernenergie, besser noch der Fusion, um jemals zu den Sternen zu kommen. Das ist die ferne Zukunft. Die nahe Zukunft in den nächsten 20, 30 Jahren ist die Entdeckung eines erdähnlichen Planeten in ein paar 10 oder 15 Jahren Lichtjahren Entfernung in unserer kosmischen Nachbarschaft. Und das wäre eine fantastische Entdeckung. Oh, da kann man auch leben. Ob wir da jemals hinkommen, weiß ich nicht. Aber wenn überhaupt, dann auf jeden Fall nicht mit schwachen Energien. Meine letzte Folie. Ich denke, ob wir in Deutschland das wollen oder nicht, die Weltgemeinschaft wird zusammenwachsen, auch wenn Herr Putin gerade mal anderer Meinung ist. Aber ich glaube, es gibt gerade von den jungen Leuten eine enorme Vernetzung, Internationalisierung. Die sind alle miteinander befreundet. Und das heißt, wir werden eine gemeinsame Zivilisation aufbauen. Sie wächst zusammen, hoffentlich ohne weitere große Kriege. Und es wird Richtung Hochtechnologie gehen, denn nur mit dieser Zivilisation schaffen wir es. Die großen Probleme, Armut, Überbevölkerung, Ressourcenverbrauch, Recycling natürlich dann, und auch Klima zu lösen. Ja, wenn Ihnen mal wieder jemand über den Weg läuft und Ihnen Angst machen will, und er sagt, er ist ein Wissenschaftler, er hat ausgerechnet, dass der Weltuntergang kommt, wenn ihr nicht sofort aufhört, Auto zu fahren oder sowas. Dann können Sie ihm sagen, der Gandhi hat gesagt, wenn jemand die Angst als Werkzeug benutzt, um politische Ziele oder gar um Geld zu verdienen, durchzusetzen, dann ist es kein Wissenschaftler. Denn wir Wissenschaftler und auch wir als Universität, wir kämpfen für Vernunft und gegen die Angst. Vielen Dank, meine Damen und Herren.